Dieses Mal zeige ich euch, wie man so einen Dschungelbaum bastelt. Hallo und willkommen bei diesem neuen Video. Im Zuge des Japan- und Marine-Projekts für Bold Action bin ich gerade dabei, Gelände für eine Pazifik-Dschungelplatte zu basteln und daran möchte ich euch teilhaben lassen. Wir fangen an mit so einem schönen Dschungelbäumchen. Ich zeige euch, wie ich den gebastelt habe. Ich splitte das auf in zwei Videos. In Video 1 machen wir die Grundstruktur des Baums und die Farbe und in Video 2 machen wir die ganzen grünen Pflanzen und die restlichen Details. Ich stufe das Projekt in Schwierigkeit 3 von 5 ein. Für den Dschungelbaum benötigt ihr folgende Materialien. Einen trockenen Stock aus dem Wald wie dieser hier oder aus dem Dekoladen. Eine Base aus MDF, ich nehme eine 5mm MDF-Platte. Eine Modelliermasse eurer Wahl, ich verwende lufttrocknende Modelliermasse aus dem Bastelladen. Eine Mischung getrocknete Kräuter, Heißkleber, Weißleim, Instant-Spachtel und Abtönfarbe. Zuerst müsst ihr eure MDF-Platte zurechtsägen. Hierfür eignet sich am besten eine Stichsäge. Die Kanten könnt ihr dann mit einem Dremel oder mit Sandpapier abschleifen. Ihr könnt natürlich auch andere Materialien als MDF verwenden. Ich finde allerdings, dass MDF super dafür geeignet ist, weil es sich nicht so leicht verzieht, nachdem es getrocknet ist. Als nächstes klebe ich den Stock mit Heißkleber auf das Base. Um die Wurzeln darzustellen, verwende ich lufttrocknete Modelliermasse aus dem Bastelladen. Diese kostet etwa 8 Euro das Kilo und ist damit um einiges günstiger als zum Beispiel Green Stuff. Bei so einer Modelliermasse muss man daran denken, dass sie beim Aushärten schrumpft. Also lasst die Masse komplett austrocknen, bis ihr weiterarbeitet. Zum Wurzelmodellieren verwende ich ein normales Modellierwerkzeug und Clay Shaper. Ich feuchte die Werkzeuge immer an, dass die Modelliermasse nicht an den Werkzeugen klebt. Für den nächsten Schritt verwende ich Instant-Spachtel. Diesen könnt ihr im Baumarkt oder im Internet kaufen. Für so einen 1 Kilo Eimer habe ich 8 Euro bezahlt. Mit dem Instant-Spachtel bestreiche ich nun das Base. Um eine schönere Struktur zu erhalten, tupfe ich mit dem Pinsel auf die Masse. Wenn der Spachtel komplett abgetrocknet ist, geht es schon ans Bemalen. Hierfür nehme ich handelsübliche Abtönfarbe aus dem Baumarkt, welche ich mit Weißleim und Wasser mische, um eine gute Versiegelung der Oberfläche zu erreichen. Mit dieser Farbmischung bestreiche ich nun das Base. Für den Baum selbst mische ich mir einen dunkleren Farbton aus Schwarz und Braun und mische noch etwas Weißleim hinzu. Nun wird damit der Baumstamm und die Wurzeln bemalt. Um die Struktur des Baums etwas hervorzuheben, bürste ich den Stamm danach mit reinem Braun trocken. Gefolgt von einer Farbschicht Ocker. Wenn die Farben komplett trocken sind, kommen die Kräuter ins Spiel. Um einen dreckigen Monsunboden zu erhalten, bestreiche ich die Ränder des Bases mit unverdünntem Weißleim und drücke die Kräutermischung an. Und wieder lassen wir alles trocknen. Um den Kräutern etwas mehr Stabilität zu geben, mische ich 3 Teile destilliertes Wasser mit einem Teil Weißleim und gebe etwas Spülmittel hinzu, um die Oberflächenspannung des Wassers zu brechen. Diese Mischung lasse ich dann in die Kräuter laufen. Wenn die Versiegelung nun getrocknet ist, mische ich mir einen Wash aus brauner Abtönfarbe und Wasser, gebe dann noch einen Tropfen Spülmittel hinein, damit wasche ich dann die Kräuter. Nun ist der Grundkörper des Baums fertig und es fehlt nur noch das Grün. Das seht ihr dann im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Habt ihr den Kanal noch nicht abonniert, dürft ihr das gern machen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.